Ja, hallo, mal ein anderes Video von meiner Seite. Nichts mit Fahrerei, sondern hier, es hat es gerade geklingelt. Da hat ein Paket angekommen. Der Bote hat gesagt, ein Päckchen ist eigentlich ein Riesenpaket. Ihr seht schon, ist eine Rampe drin und ich denke mal, ich packe das Ding gleich mal aus und mal schauen, wie das Ganze so aussieht. Und ja, für mich die größte Rampe, die ich bisher mal gekauft habe und ich bin selbst gespannt. Ja, wie man sieht, war es nicht nur eine Rampe, sondern insgesamt waren es vier Stück. Von den kleinen, die ich schon hatte, habe ich mir nochmal zwei dazu geholt. Dann kann ich die ein bisschen breiter machen oder auch drei Einzelrampen machen, also drei Rampen. Die Rampen selbst, die kleinen hier vorne, die haben, ich glaube, 40 mal 60 oder sowas, irgendwas in dem Dreh. Und die beiden großen sind im Grunde eine Rampe, die auch zusammengesteckt werden kann mit dem, ja, mit dem roten Teil da. Und die hat, glaube ich, eine 30er Höhe und eine 70er Breite und kurz über einen Meter lang. Und die kleinen, wie gesagt, die sind, ja, ich glaube 60 lang und die haben nur 15er Höhe oder so. Ich bin mal gespannt, was ich damit machen kann. Über die großen kann ich auch mit dem Fahrrad fahren. Werde ich bestimmt auch mal machen und vielleicht auch aufnehmen und euch dann zeigen. Ja, letztendlich habe ich gedacht, Mensch, kann man mal zuschlagen. Die Rampen waren auf Euroskatepark oder wie die Seite heißt im Angebot und war dann Geburtstagsangebot. Ich habe natürlich den vollen Preis bezahlt, also den Angebotspreis. Ist also keine Werbung oder ähnliches und schau mal, wie das Ganze läuft, ob die jetzt wirklich im Angebot waren oder ob die einfach nur mal wieder, ja, so tun, als wäre es ein Sonderangebot, weiß ich nicht, aber 110 Euro haben die großen gekostet, das fand ich recht anschaulich, das war recht okay, also die beiden zusammen mit dem roten Teil und die kleinen, glaube ich, haben 19 oder 20 Euro eine gekostet, also 40 Euro für beide, finde ich auch ganz passabel, passt soweit. Und kann man mal ausprobieren. Ja, bin ich mal gespannt und ihr werdet sie sicherlich auch noch im Einsatz sehen.